Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oslo Zoostrom. Schön, dass ihr am Start seid. Den Hebel hier haben wir in der letzten Folge noch nicht gezogen. Ich hatte mir bloß ein bisschen einen Plan gemacht, wie wir hier am dümmsten durchkommen. Ich würde sagen, den probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich hoffe, er fällt mir direkt wieder ein. Aber ich glaube, so kompliziert war es gar nicht. So, wir müssen erstmal die zwei Slicks da unten vernichten. Konnten wir noch chanten hier? Ich glaube, da vorne kommt er dann, ne? Ne, das ging noch. Kriege ich mit dem jetzt irgendwie den hier unten? Komm mal hier rüber gelaufen, komm. Guck mal hier. Schüsse, da will man doch hin. Genau. Gott, hat mich fast umgebracht. So, du gibst jetzt nochmal einen Schock. Oder wir lassen dich einfach explodieren. Da haben wir Nummer 2. So, hier gab es wieder so einen schönen Schalter. Irgendwie in Erinnerung, dass es 3 waren. Hier irgendwo noch ein Mudokon? Müssen wir gleich mal gucken. So, ihr bleibt hier unten. Damit war das Ding hier rechts blockiert. Das haut hin. Wir gönnen uns hier einfach nochmal schnell alles, was wir mitnehmen können. So, das haben wir. Also, es können jetzt eigentlich nur noch von hier oben welche kommen. Genau. Ui. Und von hier oben die fliegenden Dudes. Das heißt, ich wollte hier stehen bleiben und wir müssen eigentlich uns nur so einen fliegenden schnappen und die rechts abballern. Mehr ist es nicht. Wir probieren es mal aus. Komm, mach hin. Nein, mach doch hin. So, die kommen raus. Da drüben kommt der erste. Es kommt leider noch kein Fliegender raus. Scheiße. Jetzt kommt der Fliegende und der... Ja, der holt uns jetzt natürlich... Ach, wie viel Pech kann man denn haben? Ach, vor allem ist es immer so ärgerlich, weil wir dann so viel Zeit verlieren. Das tut mir leid. Das ist echt doof gelaufen. Ich dachte mal, dass der da oben einfach mal eine Nummer eher kommt. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Wir müssen ja eigentlich jetzt nicht direkt die ganzen Automaten noch leeren, weil wir haben noch genügend Bonbons. Das sollte ja eigentlich passen. So, und zwar, ihr beiden bleibt hier. Die Sache ist, wir haben ja auch noch dieses Skyrul oder wie es hieß. Ist halt die Frage, wenn ich hier stehen bleibe. Ne, von hier kann ich gar nicht chanten. Das ist Mist. Wir müssten schon eigentlich hier bleiben. Und versuchen irgendwie mit dem Steinbonbon flummi-mäßig. Wo haben wir es denn hier? Kriege ich das irgendwie da runter? So vielleicht? Nee. Also wir kriegen den da drüben auf jeden Fall nicht. Das heißt, ich kann nur hier stehen bleiben, aber dann sind wir natürlich direkt Kanonenfutter. Wir gehen erstmal ganz hoch, holen den ersten Slick von da oben, springen dann schnell runter und chanten uns so einen fliegenden Typen. Ich glaube, das wird erstmal die beste Variante sein. So, dass wir erstmal ganz fix diesen machen. Dann gehen wir hier runter. Schnell, 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 schnell. Ui, ja, haben wir geschafft. Und dann können wir auch nämlich schön von hier kontrollieren. Einer kommt drüben bloß noch, die anderen sind blockiert. Aber es kommt auch gar keiner mehr drüben raus. Ein paar haben wir, glaube ich, verloren. Aber so ist das schon die beste Taktik. Krass, dass das jetzt hier in den späteren Leveln so gut klappt, gerade mit diesen Schaltern und Wegversperren. Wenn ich mal überlege, wie schlecht wir bei diesen ganzen Geschichten in den letzten Missionen waren. Kommt denn der lang? Oh, der kommt jetzt hier unten raus. Weil da hatte ich irgendwie so überhaupt gar keine Taktik gesehen und habe eigentlich nur versucht zu überleben. Deswegen bin ich sehr erfreut, dass das mittlerweile so geil klappt. Cool wäre natürlich noch, wenn der hier oben noch rauskommt. Und hier Alarmstufe rot machen. Ah, shit. 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 Nicht rumdrehen, nicht rumdrehen, nicht rumdrehen. So, den haben wir. Können wir uns fix noch den hier holen. Aber da kommen eh unendlich raus. Das heißt, das passt. Ah, wir sind die Fliegenden los und wir sind da drüben alle los. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur noch um die hier kümmern. Scheiße. Das war so nicht geplant. Wo können wir noch fix eins herstellen, bitte? Brauch Fit... Na, wir haben keine Fitzi-Booms mehr. Gebräunate. Cool. Wusste ich gar nicht. Wir können irgendwie gar nichts mehr herstellen. Wir können Flummi-Bonbons noch herstellen.
Ein paar Steinbonbons haben wir auch noch. Ah, das ist Mist. Hätte das Ding getroffen? Bin mir nicht ganz sicher, ob eins reicht, aber ich glaube ja. Dann wäre das ein bisschen besser geworden. Naja. So, ihr seid erstmal alle betäubt. Der dürfte mich ja eigentlich nicht sehen von da oben. Müssen wir die fix fesseln, dann haben wir hier unsere Ruhe. Passt. Den könnten wir wahrscheinlich sogar schon fast chanten hier. Ja. Und den lassen wir gleich umkippen. Perfekt, haben wir. So, Strom kommt von wo? Hier oben geht ein Kabel lang. Nee, das ist bloß das Ding. Brauchen wir gar keinen Strom mehr an der? Ah, jetzt ist der Typ wieder da. Weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Wir gucken gleich mal. So, kommt mal mit. Wir gehen mal hoch. Ah, shit, shit, shit. Nein. Oh Gott, die waren zum Glück ein Stück zu weit weg. Ah, okay. Wir müssen den Typen hier drüben chanten. Darum ist da auch so ein Unendlichkeitsding. Na, komm runter. Oh. Ah, es war wieder klar. Komm doch runter jetzt. Jetzt kommt er runter. So, her mit dir. Die Stange hoch. Und hier drauf drücken. Perfekt, da haben wir das. Ja, sind wir doch echt gut durchgekommen. 24 Mudokons bis jetzt nur verloren. Hätte definitiv schlechter laufen können. Brauche ich hier einen Aufzug für? Eigentlich nicht, oder? Nö. Und die nächste Etage. Mann, 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 wie viele kommen hier noch? Neues Rezept verfügbar. Da gucken wir gleich mal nach. Ich mache nur erstmal die Spinte leer, obwohl das eh immer dumm ist, weil den ersten Versuch sterben wir meistens eh. Und dann müssen wir das alles nochmal wiederholen. Unten habe ich es jetzt auch nicht nochmal gemacht. Lasst mal gucken, was haben wir denn? Fessel des Flummi-Bonbon. Oh, das ist natürlich auch cool, aber ich hätte gern mal eine Gebräunate, aber Desinfektionstücher hatten wir überhaupt schon mal welche? So, wir können hier unten den Hebel ziehen. Hier ist eine Stange. Das heißt, da werden welche runterkommen. Geh mal hier hoch, ich will mal gucken. Und da drüben haben wir 6 Stück von den Fliegenden. Naja, wir ziehen einfach mal am Hebel. Müssen mal gucken, wo der runterkommt, der hier zu der Stange gehört. Würde mich jetzt erstmal hier ganz oben hinstellen. Fühlt sich irgendwie am sichersten an. Da, das Problem ist, die Fliegenden da drüben können wir nicht. Mist. Wir können die gar nicht chanten. Oh, shit, 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 shit. Der hält viel aus. Oh, ich glaube, jetzt verlieren wir ein paar Mudos. Ah, ich treffe halt aber auch kaum. Die sind alle schon. Können wir noch ein bisschen was herstellen davon? Steinbonbons können wir nicht herstellen. Flummi ist... Gut, die Fesselnden wären jetzt vielleicht mal ganz schlau gewesen. Wie ein Flummi-Bonbon, nur dass es dieses Item denjenigen, den es umhaut, fesselt. So. Machen wir diesen. Machen wir diesen. Ah, nein. Scheiße, wir haben unsere beiden Mudokons verloren. Wo kam denn der her? Hätten wir wahrscheinlich chanten können. Den können wir jetzt chanten. Na, komm hoch. Will nicht so weit rüber, nicht, dass jetzt dann dieses Blitzteil kommt. So, haben wir? Ja, ein paar haben wir verloren, aber alles noch im Rahmen. Weiß nicht, ob der da hinten unendlich kommt. Auf jeden Fall würde ich erstmal die 3 Fliegenden ganz gerne hier raus haben. Hä? Ach nein! Ach, shit. Ärgerlich. Tut mir leid. Ich habe nicht dran gedacht. Wir müssen aber unbedingt nochmal die Schließfächer aufmachen, weil wir hier hatten wir das Zeug für das fesselnde Flummi-Bonbon. Und das ist eigentlich eine ziemlich geniale Geschichte. Das heißt, das Ding nutzen wir gleich auf jeden Fall als allererstes. Kabelset Mula. Kann ich es jetzt schon bauen? Wo haben wir das gefunden vorhin? Ja, ich kann schon. Gut, also hier kommt einer. Das müssen wir ein bisschen bedenken.
Warum kommt Nia jetzt nicht mit hoch? Danke. Ich würde die einfach mal direkt hier oben warten lassen, dass die nicht wieder sterben. So, dann schnappen wir uns das fesselnde Ding. Hebel. Und machen nochmal einen neuen Versuch. Jetzt werden wir es bestimmt hinkriegen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wer da hinten kommt und wird. Ich darf nicht vergessen, dass hier von links immer einer kommt. Nein, ich wollte den anderen eigentlich zuerst treffen. Aber das lief richtig gut. Von links noch keiner da, aber er klettert gerade runter. Das heißt, er ist gleich hier. Dann haben wir uns den geschnappt, dann können wir die anderen hier drüben alle abballern. Perfekt. Läuft gut. Läuft richtig gut. Komm schon, schieß den noch ab. Jawohl. Passt. Wieso? Du da drüben noch? Flugviecher sind null. Das passt. Und die beiden, die hier links, rechts, hinten kommen, die werden wahrscheinlich unendlich am Start sein. Aktuell kommt aber erstmal noch keiner. Mudokons sind alle durch. Das passt. Ich warte mal noch ganz kurz, bis der da hinten hier ist. Dass ich den noch abschießen kann. Und dann machen wir uns wieder hoch. Müssen ja eben mit dem nochmal den Stab hier hochklettern. So, haben wir. Fix mit dir hoch. Der andere links kommt gerade glücklicherweise noch nicht. Du drückst hier. Und dann sollten wir es doch geschafft haben. Perfekt. Lief doch geil. 371 gerettete Mudokons. Ich hoffe mal, dass das so langsam die letzte Etage war. Wäre ärgerlich, wenn wir jetzt irgendwo auf der letzten Etappe nochmal richtig viele verlieren. Und ihr habt da unten keinen Bock? Ach, Leute. Da habe ich vergessen zu sagen, dass die kommen sollen. Könnte natürlich auch sein. Ich glaube, ich habe es vergessen. Entschuldigung. So. Ey. Mach doch. Na, natürlich noch eine Etage. Jetzt ist es aber zu hoch für die Kleinen. Dann fahren wir halt doch noch eine Runde mit dem Fahrstuhl. Ah, und das sieht schon wieder nach richtig viel Ärger aus hier. Ah, hoffentlich schaffen wir das. Wäre schon cool, 370 Mudokons zu retten. Das würde mein Karma irgendwie ein bisschen verbessern. Durch die ganzen Verlorenen in den letzten Folgen. So, dann haben wir nochmal Blechdose, leere Flasche. Klebeband, 22 leere Flaschen. Dann geben wir hier erstmal eine Runde Pfand ab. So, und hier haben wir drei. Wir haben aber nur zwei Mudokons. Eigentlich bringt es uns auch gar nichts, weil wir haben das immer noch. Ich weiß nicht, ob wir das zweimal im Inventar haben können. Wenn, dann müsste ja hier eh noch irgendwo einer versteckt sein. Ach, das wird schon wieder richtiger Mist. Ich sehe das schon. Ja, ich sag's doch. So kommt man eine hoch, indem man erst drüber springt und dann wieder in die andere Richtung. Aber ich kann hier noch nichts drücken, ne? Nee. Klappt noch nicht. Das Kabel geht hier oben lang. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, es hat nicht reagiert. Warum? Also gut für mich, aber hier oben kommen wir noch nicht durch. Nee. Gut, dann müssen wir wohl mal am Hebel ziehen. Ich sehe allerdings überhaupt gar keine Dinger, die hier Slicks spawnen lassen würden. Wir nehmen einfach erstmal das in die Hand. Vorsichtshalber. Und müssen mal gucken, wo hier was passiert. Oben der Balken war zwar gerade gefüllt, aber ich sehe keinen einzigen Gegner. Hätte nichts dagegen, wenn es so bleibt. Ja, alle kommt in Sicherheit. Hier scheint nichts zu sein. Also entweder muss ich jetzt die Zeit nutzen, ist jetzt hier oben offen. Nee, da oben ist zu. Ah, aber der Hebel ist jetzt, der Schalter ist aktiv, so rum.
können wir öffnen, okay. Ich hoffe nicht, dass wir das hätten schon eher machen müssen, aber es ist ja zumindest keiner gestorben jetzt in der Zeit. Ja, prinzipiell schon mal ein gutes Zeichen. Wie gut das jetzt auf einmal klappen kann mit dem Springen. Sollte es nicht sagen. So. Na, ich weiß nicht, hier können wir chanten. Da finde ich das eigentlich Quatsch. Dass wir unsere Superfähigkeit hier nutzen sollen. So, passt. Das ist immer noch der coolste von allen. Brauchen wir den noch für irgendwas? Hier drüben werden noch welche rauskommen, aber jetzt bin ich einmal runtergesprungen. So, ein Checkpoint gab es ja auch nochmal. Perfekt. Leere Flaschen dürften wir nicht mehr haben. Hey, wir kommen echt gut durch. Ich freue mich sehr. Nur die Frage, wie lange der ganze Spaß noch geht. So, Steinbonbons sind voll. Hier drüben ist ein Spawner mit 4. Die kommen dann alle hier oben rausgekrabbelt. Zumachen können wir nichts. Es gibt keine Schalter oder ähnliches. 147 Mula. Wir sind schon wieder ganz schön reicher Ape. Hier müssen wir uns wieder einchanten, müssen hoch. Damit das Ding aufgeht, alles klar. Wir haben hier oben noch jeweils 4 Fliegende. Aber wir haben absolut keine Stromkugel, das heißt, wir können komplett chanten. So, eigentlich ziemlich geil. Ich würde sagen, wir bleiben hier unten bei den Automaten stehen. Hey, jetzt haben wir ein Goldviereck gefunden. Jetzt einfach so durch die Mission? Okay, komisch. Ich hätte gedacht, man findet das irgendwo versteckt. Weil wir aber eigentlich auch schon Schränke hatten mit Goldverschluss, also die wir nur mit dem Goldviereck aufkriegen, aber das war nach schon ein paar Missionen eher. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Oder auch nicht. Die Fliegenden gehen anscheinend nicht so auf die Smudokons. Die wollen eher uns an den Hals. Komm, rennt alle. Einen von da drüben müssen wir dann noch chanten für den Schalter. Und gleich kommt hier oben der Typ. Komm her, komm her, komm her, komm her. Jawohl. Zack. 2 kommen da hinten noch. Wir machen die erstmal leer. Dass wir hier in aller Ruhe weiterarbeiten können. So, hier drüben müsste doch auch gleich einer kommen. Genau. Gerettet sind aber schon alle. Das passt. Jawohl, da haben wir Platin-Medaille bekommen. 371 gerettet. Ich glaube, wenn es die Medaille jetzt gab, dann müsste das auch die letzte Stage gewesen sein. Mann, das wäre cool. Da haben wir es mal richtig gerockt. So, du kommst nochmal hier rüber. Wir machen das bloß schnell leer, dass hier nicht andauernd neue nachkommen. Obwohl es eigentlich egal ist. Wir müssen eh da links hoch. Das heißt, solange ich mir den hier chante. Warte mal. Und jetzt, ja, jetzt kommt natürlich hier einer. Ach, stimmt, weil ich unseren hab sterben lassen. Kommt der natürlich nach. Gut, dann machen wir es doch anders. Das war jetzt der letzte von denen hier. Bringen wir den noch um, machen die 2 hier rechts leer und dann gehen wir ganz gemütlich hoch. Das heißt, den müssen wir sterben lassen, damit hier ein neuer rauskommt. Und da hinten wird der unendlich rauskommen, genau. Haut hin. So habe ich mir das gewünscht. Nicht, wenn der sich ein bisschen Zeit lässt noch rechts, dann könnten wir den eigentlich auch dem anderen holen. Oder? Ah, es wird mir zu eng. Nicht, dass der uns jetzt noch erschießt. Dann machen wir lieber diesen. Und dann haben wir den Spaß bloß noch einmal. Wir können ja in der Zwischenzeit hier mal an die Dinger gehen. Batterien gibt's. Ich glaube, es ist auch prinzipiell ein Fehler, dass ich einfach überall alles kaufe. Wir haben meistens zu wenig Geld. Man müsste vielleicht eher mal drüber nachdenken, hey, welches Item macht jetzt in dem Level Sinn? Wofür sollte ich Geld ausgeben? Aber, ja, bin nicht so der Mensch des großen Nachdenkens. So, und der letzte hier drüben. Dich können wir direkt platzen lassen. Da haben wir das. Wir können ja nochmal fix gucken, ob wir irgendwas... Kriegen wir mittlerweile eine Gepreunate hin? Leider nicht. Ach, da hätte ich Lust drauf gehabt, die mal zu probieren.
Vielleicht finden wir ja in dem nächsten Level ein paar Desinfektionstücher. So, du drückst mal bitte. Oh nein. Also, ich dachte schon, der kann nicht. Hatte Angst, dass das nur die kleinen Slicks können. Aber glücklicherweise nicht. Und boom. Sehr schön. Ich glaube, damit müssten wir es geschafft haben. Ein sehr, sehr erfolgreiches Level. Und den letzten auf. Und damit retten wir alle. So, Zugtür ist auf. Wir können weiter. Ah, hier wäre noch was gewesen. Nee, das müssen wir noch holen. Entschuldigung. Dann wird die Folge mal ein, zwei Minütchen länger. Weil eigentlich hätte es jetzt gerade ganz gut gepasst. Mit der Folgenlänge. Und ich glaube mal, das wird ja auch Abschluss der kompletten Mission jetzt gleich sein. Hä? Sollen wir denn da hochkommen? Ist das mit irgend so einem fliegenden Typen machen müssen? Oder komme ich irgendwie hier oben dran, dass er sich dort festhält? Das ist hier eher so ein... Warte mal, ich renne mal. Nee, da hält er sich auf jeden Fall nicht dran fest. Nee, ich glaube, dann wird's wohl doch nichts. Ja, wir hätten irgendjemanden, irgendeinen Fliegenden noch chanten müssen, der... Nee, obwohl, der kann die Hebel ziehen? Ich glaube nicht, oder? Ja gut, ein Gelee Royal weniger. Was soll's, wir können's nicht ändern. Und damit haben wir es geschafft und das war mal wirklich eine richtig erfolgreiche Mission. Freut mich sehr, dass wir mal wieder so gut durchgekommen sind. So viel Mudokons gerettet, das haben wir noch nie geschafft. Wir haben Platin, Gold, Bronze, alles irgendwie ein bisschen bekommen. Und Spaß gemacht hat es vor allem auch, weil halt einfach so ein bisschen nachdenken und so gut funktioniert hat. Ne? Man hat sich ein bisschen eine Taktik gemacht, wusste, wo man seine Freunde hinstellt und so. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.